Willkommen zum Schnelltest hier im Rahmen von Bernecker TV. Ich begrüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bernecker TV-Abonnenten konnten ja schon in Teil 1 hineinschauen. Dort ging es um das allgemeine Marktumfeld inklusive Delta-Variante. Und es ging um eine sehr gut laufende Aktie aus dem SDAX, nämlich Amadeus Fire. Begrüßen darf ich an dieser Stelle nochmal meinen heutigen Gesprächspartner, nämlich Oliver Kantem aus dem Redaktionsteam von Der Aktionärsbrief. Nochmal, hallo Olli, grüß dich. Hallo. Meine Damen und Herren, bevor wir durchstarten, noch ein kleiner Hinweis. Die Urlaubszeit geht ja auch an uns nicht spurlos vorbei. Ich habe ab dem 26. Juli für 2 Wochen Urlaub. Das bedeutet für unsere Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm ein etwas ausgedünntes Programmangebot. Und für unsere Free-TV-Zuschauer bedeutet das eine kleine Sommerpause. So, und genug der Vorrede damit. Wir steigen ein in den heutigen Schnelltest. Oliver, der erste Kandidat auf der Liste ist SAP. Was ist da los? Ja, eigentlich ein merkwürdiges Bild, weil es waren doch recht robuste Zahlen zum zweiten Quartal, aber die haben halt nicht ausgereicht. Der Nettogewinn ist im zweiten Quartal um knapp 2/3 auf 1,45 Milliarden Euro gestiegen. Aber die Krux lag in der angehobenen Jahresprognose und diese wurde von einigen als zu vorsichtig angesehen. Ja, das um Sondereffekte bereinigte EBIT, das soll währungsbereinigt um bis zu 4% zurückgehen, bestenfalls stagnieren. Bisher hatte man ja einen Rückgang um 1 bis 6% prognostiziert. Die Umsätze mit Cloud-Software, die sind jetzt plus 15 bis plus 18%. In der Prognose bisher hatte man lediglich einen Anstieg von 14 bis 18% avisiert. Und das war einigen zu wenig, insbesondere weil ja der CEO Klein doch angekündigt hatte, den Umstieg auf Cloud-Software zu forcieren. Und ja, da war jetzt so die Prognose gerade im Cloud-Bereich war einigen dann doch zu moderat. Und zudem macht auch die Cloud-Tochter Concur weiter Probleme. Das ist ja ein Spezialist für Reisekostenabwicklung. Der leidet unter den zusammengebrochenen Geschäftsreisen, natürlich Corona-Pandemie bedingt. Und ja, aber trotz der harschen Reaktion auf die etwas zu vorsichtige Prognose im Cloud-Bereich bleibt SAP für uns generell ein Kauf. Denn man hat in den letzten Jahren immer mal gesehen, Die Kursbewegung ist in den letzten Jahren immer volatiler geworden, aber der übergeordnete Aufwärtstrend über die letzten Jahre, der ist immer bestehen geblieben. Das heißt, es gibt zwischendurch immer mal wieder Rückgänge, die dann vielleicht sogar zum Kauf genutzt werden können. Also generell die Qualität von SAP ist für uns ohne Zweifel. Deswegen bleibt die Aktie für uns generell in Kauf. Der seit November gültige kürzerfristige Aufwärtstrend, der ist weiter intakt, wenn auch nur knapp. Ich würde mal eine Kaufbasis für erste Käufe bei 113, 115 Euro setzen und dann vielleicht noch mal ein bisschen Kapital zurückhalten, dass man dann vielleicht 5 bis 10% tiefer noch mal nachfassen kann. Bei der nächsten Aktie hat vielleicht manche gemäkelt am Anfang, dass das Geschäftsmodell vielleicht nicht so spannend ist. Das hat die Aktie aber nicht vom Sprint nach oben abgehalten. Wir sprechen über Vantage Towers. Ja, die Aktie hat einen Lauf. Man ist ja erst seit März börsennotiert und es handelt sich ja um Betreiber von Mobilfunkmasten. Eine Tochter von Vodafone, die aber auch mit anderen Mobilfunkbetreibern Geschäfte macht in Europa oder europaweit. Und es gab am Donnerstag vorläufige Umsatzzahlen für das zweite Quartal. Ja, wie erwartet eigentlich solide, aber unspektakulär das Wachstum. Also eigentlich wie in den letzten Jahren auch. Und ja, zudem war der Kurs vorher auch angestiegen, weil für den Handel in den USA weitere ADR-Hinterlegungsscheine registriert worden sind, was einer Kapitalerhöhung gleichkommt, dass man dann in die Expansion investieren will. Und wir hatten ja die Aktie in den letzten Monaten zunächst zur Zeichnung und dann wiederholt zum Kauf empfohlen, trotz des eigentlich eher langweiligen Geschäftsmodells. Und wer diesen Empfehlungen gefolgt ist, der liegt mittlerweile 15 bis 25% im Gewinn. Jetzt auf die Zahlen heute, da ist der Kurs jetzt zwar so ein bisschen zurückgekommen, aber auch nichts Dramatisches. Ja, aber was machen die Anleger, die bisher nicht dabei sind, die nicht die Möglichkeit hatten, unseren bisherigen Empfehlungen zu folgen? Wie gesagt, es ist ein langfristig unspektakuläres, aber profitables Geschäft mit einer hohen Visibilität. Und das macht Vantage Towers weiterhin zu einem Kauf.
Wenn man auf die Bewertung blickt, KGV von 40 ist natürlich nicht von Pappe, aber die Prämie ist gerechtfertigt, einfach weil es so ein nachhaltig profitables, langsam wachsendes, aber doch Geschäftsmodell ist, aber doch mit einer sehr hohen Visibilität, also einer hohen Zuverlässigkeit der Prognosen. Und deswegen ist es weiterhin ein Kauf. Ich würde jetzt mal Kurse unter 29 Euro abwarten zum Einstieg. Ich glaube, wir sind schon nah dran jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Vielleicht geht es auch noch mal runter bis auf 28,50. Aber da kann man sich auf jeden Fall ein paar Aktien ins Depot legen. Aber man sollte etwas Zeit mitbringen, eher so mit zeitlicher Maßgabe, so 2 bis 3 Jahre. Wer neulich in seinem Depot ein dickes, dickes Kursminus bei seiner Nvidia-Position gesehen hat, hat vielleicht schon ein wenig Herzklabaster bekommen, aber der Hintergrund ist simpel. Also, wir schauen auf Nvidia. Es gab am Dienstag gab es einen 1:4 Aktiensplit und zuvor hatte die Aktie ja noch neue Allzeithochs erreicht, hatte dann aber um 15% korrigiert. Die Korrektur, die scheint jetzt mittlerweile beendet zu sein. Die Aktie ist jetzt für Privatanleger wegen des Splits natürlich deutlich attraktiver. Zuvor hatte sie ja zeitweise über $800 gekostet. Aber auch in fundamentaler Hinsicht bleibt Nvidia hochspannend. Der Eintritt in den Markt für Serverprozessoren, der verbreitert das Geschäftsmodell maßgeblich. Und ich habe keinen Zweifel, dass Nvidia da genauso erfolgreich sein wird wie bei Grafikprozessoren. Und deswegen rechne ich auf Sicht der nächsten Monate mit weiteren neuen Allzeithöchstkursen. Der nächste Kandidat im Schnelltest ist Netflix. Oliver, hier ist gut einfach nicht gut genug, oder? Die Aktie will einfach nicht aus dem Quark kommen. Was meinst du? Ja, wir haben im zweiten Quartal haben wir einen Umsatzplus von 19% auf 7,34 Milliarden Dollar gesehen. Und mit einem Gewinn je Aktie von $2,97, da wurde die Markterwartung um 19 Cent verfehlt. Bei den bezahlten Streaming-Abos, da spürt der Konzern die wachsende Konkurrenz, vor allen Dingen auf dem US-Heimatmarkt und auch natürlich auch die voranschreitende Marktsättigung. Es gibt ja mittlerweile viele Konkurrenten und Netflix ist ja nun auch schon einige Jahre unterwegs. Das heißt, es ist völlig normal, dass das Wachstum dann auch mal langsam abflacht. Und ja, bei den bezahlten Streaming-Abos, da gab es einen Nettorückgang um 430.000. Die weltweit zahlenden Kunden, da kann man jetzt auf 209,2 Millionen zurückgreifen und das entsprach den Erwartungen. Und für das laufende Quartal hat man Umsatz von 7,48 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von $2,55 in Aussicht gestellt. Und zumindest auf der Gewinnseite liegt man damit deutlich über dem Konsens. Die Zahl der zahlenden Abonnenten soll um 3,5 auf 212,68 Millionen gesteigert werden. Und das liegt unter den erwarteten 5,9 Millionen neuen zahlenden Kunden. Und ja, es sieht fast so aus, als ob Netflix so langsam wächst jetzt in der näheren Zukunft wie eigentlich schon lange nicht mehr. Aber man hatte ja vor kurzem einen Schritt angekündigt, und zwar in den Gaming-Markt auch einzugehen und den aufzurollen, diesen Markt. Und damit will man die Wachstumsdynamik wieder ankurbeln. Generell nicht uninteressanter Schritt, aber letztlich muss Netflix auch erstmal beweisen, dass der Einstieg ins ebenfalls hier umkämpfte Gaming-Geschäft auch tatsächlich gelingt und auch so gelingt, dass es tatsächlich einen Wachstums- und Gewinnbeitrag bringt. Und der Aktienkurs, der wird wohl bis auf Weiteres dem Seitwärtskorridor 480 Dollar bis $560 so roundabout treu bleiben. Und bestenfalls ist das eine Aktie für ein kurzfristiges Trading, aber momentan würde ich die Aktie weiterhin nicht als langfristiges Investment sehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die nächsten 4 Aktien sind Anregungen aus unserem Zuschauerkreis. Vielen Dank für Ihre Beteiligung. Wir schauen auf Hydrofarm. Das ist ein Anbieter von sogenannten Hydroponikgeräten und entsprechendem Zubehör. Man ist erst seit Dezember 2020 börsennotiert und die Produkte werden für den Anbau, die Aufzucht und die Kultivierung von Blumen, Obst, Gemüse, Getreide, Kräutern und auch Cannabis verwendet. Cannabis wird ja zunehmend legalisiert, vor allen Dingen in den USA und Kanada. Also ein interessantes Geschäftsfeld auf jeden Fall. Und die Produkte von Hydrofarm, die sollen helfen, Parameter wie Lichtintensität und Lichtspektrum, aber auch Temperatur, CO2-Gehalt und Nährstoffkonzentration zu steuern.
Und zu den Produkten gehören unter anderem Lampen, Wachstumsmedien, Nährstoffe, andere Geräte und Zubehör. Und die Produkte sind auch und vor allem für gewerbliche Kunden geeignet. Hydropharm ist zuletzt auch pandemiebedingt dynamisch gewachsen. Und auch 2021, da dürfte der Umsatz um gut 50% auf 523 Millionen Dollar zulegen. Und ab diesem Jahr wird man wohl auch wieder schwarze Zahlen schreiben. Die Aktie ist aber verhältnismäßig teuer. Per Gewinnschätzung 2022 liegt das KGV bei 37, also schon recht gut bezahlt. Und das, obwohl sich der Kurs vom Top ja schon halbiert hat. Und wegen der möglicherweise zunächst abgeschlossenen Korrektur ist die Aktie von der Markttechnik her aber jetzt vielleicht sogar wieder ein Kauf. Für eine generelle Kaufempfehlung und für eine langfristige Kaufempfehlung ist mir die Bewertung aber noch zu hoch. Auch unsere nächste Aktie im Schnelltest werden viele Zuschauerinnen und Zuschauer vermutlich eher nicht kennen. Es geht nach Frankreich mit einem Blick auf Carbios. Ja, das ist ein französisches Unternehmen, das auf das enzymatische Recycling von Kunststoffen setzt. Also da wird das Plastik durch Enzyme zersetzt und wird dann somit wiederverwertbar gemacht. Und die daraus gewonnenen Kunststoffe sind qualitativ hochwertiger als auf üblichem Wege recycelte Kunststoffe. Normalerweise werden ja bei Plastikabfall, da werden die Plastiksorten getrennt und dann möglichst sortenrein dann wieder eingeschmolzen. Aber jeder Einschmelzprozess, der hat zur Folge, dass die Qualität des Endprodukts dann mit jedem Durchgang ein Stückchen geringer wird. Und Carbios hat da jetzt einen Weg gefunden, um da wirklich qualitativ hochwertiges recyceltes Plastik herzustellen. Das Unternehmen ist gerade mal 2011 gegründet worden. 2013 folgte dann der Börsengang. Bisher hat man allerdings nur sehr geringe Umsätze im Bereich von 1 bis 2 Millionen Euro gemacht. Bisher war man auch stets defizitär und schwarze Zahlen sind auch auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Spätestens ab dem nächsten Jahr ist allerdings eine deutliche Wachstumsbeschleunigung zu erwarten, unter anderem durch PET-Flaschen, die aus Polyestertextilien hergestellt werden und qualitativ gleichwertig zu herkömmlichen PET-Flaschen sind. Und es gibt auch viele große Unternehmen, die sich an Carbios entweder beteiligt haben oder Kooperationen eingegangen sind, wie zum Beispiel Nestle, PepsiCo, L'Oréal, Michelin oder der japanische Getränkehersteller Suntory. Und ja, der Aktienkurs hat nach einem furiosen Kursanstieg im vergangenen Jahr eine Korrektur mit nachfolgender Bodenbildungsphase hinter sich. Vom Top hat sich der Kurs fast halbiert. Und jetzt scheint sich auch eine untere Umkehrformation langsam herauszubilden. Ist ein spannendes Investment für Anleger, die allerdings risikofreudig sein sollten. Für konservative Anleger ist die Aktie nicht geeignet. Bevor wir unsere letzten beiden Aktien auf die Bühne holen, noch ein kleiner Hinweis für unsere Free-TV-Zuschauer. Sind unsere Videos eigentlich werthaltig für Sie, meine Damen und Herren? Wenn ja, geben Sie uns gerne ein Like und falls noch nicht geschehen, abonnieren Sie auch gerne unseren YouTube-Kanal. So, weiter geht die Reise. Von Frankreich geht es nach Norwegen mit einem Blick auf Teco 2030. Ja, das ist ein Unternehmen, das Lösungen und Ausrüstung für eine saubere Umwelt entwickelt. Jetzt mal grob gesprochen. Vor allem will man aber die ökologischen Auswirkungen der Meeresverschmutzung verringern. Zum Beispiel entwickelt man Schiffsantriebe auf Basis von Brennstoffzellen. Aber man entwickelt auch Ballastwassersysteme für Schiffe, um den Eintrag invasiver Arten in fremden Gewässern zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Und zudem stellt man auch Abgasreinigungssysteme für herkömmliche Schiffsmotoren her. Dazu gehören auch die sogenannten Scrubber. Und Teco 2030 war in den letzten Jahren defizitär, aber 2021 wird es wohl schwarze Zahlen geben. Auch jetzt im ersten Quartal 2021 war man noch defizitär. Also um das dann zu erreichen, dass man dann in diesem Jahr profitabel wird, da muss man jetzt in den nächsten Quartalen auch so richtig Gas geben. 2022 wird es dann wohl eine Umsatzverdopplung auf umgerechnet rund 52 Millionen Euro geben. Und die Aktie ist auf Basis der Gewinnschätzung für 2022 mit einem KGV von 7 billig. Aber die Prognose ist allerdings mit einer hohen Unsicherheit behaftet, da nur ein Analyst überhaupt das Unternehmen covert. Das heißt, da muss man da einige Abstriche machen.
was die Visibilität der Prognosen angeht. Das KGV für 2020, das gibt sicherlich eine solidere Basis für die Bewertung. Da liegt das KGV bei 20. Die Aktie ist erst seit vergangenen Dezember börsennotiert und es gab zunächst eine Kursversechsfachung und danach eine Kurshalbierung. Allerdings muss man auch sagen, wir haben Anfang März haben wir einen Aktiensplit gehabt, 1 zu 10. Und da ist leider der Chart hier, der ist nicht splitbereinigt. Das heißt, es ist bei weitem nicht so dramatisch runtergegangen, wie der Chart das aussehen lässt. Die Aktie ist nur für sehr risikofreudige Anleger geeignet und im Erfolgsfall, da winkt eine Kursvervielfachung, aber auch hohe Verluste sind nicht auszuschließen. Und wer risikofreudig ist, der darf gerne eine Einstiegsposition kaufen. Aber ich würde mal einen eventuellen Nachkauf 20% unter dem aktuellen Kursniveau im Hinterkopf behalten. Auch unsere letzte Aktie im heutigen Schnelltest ist eine Anregung aus dem Zuschauerkreis. Diesmal führt unsere Reise nach Schweden mit einem Blick auf Oatly, die ja vor kurzem an die Nasdaq gegangen ist. Ja, man hatte erst im Mai seinen Börsenstart an der Nasdaq und schwedisches Unternehmen, das vor allem Getränke auf Basis von Hafermilch herstellt. Aber man vertreibt auch Eiscreme, Joghurt und Brotaufstriche, alles auf rein pflanzlicher Basis. Und Oatly ist damit voll im Trend gesünderer und vegetarischer bzw. veganer Nahrungsmittel. Das IPO im Mai, das war erfolgreich. Der Kurs, der hat zunächst 70% hinzugewonnen, in den darauffolgenden Wochen aber fast alles dieser Kursgewinne wieder verloren. Aber die Aktie notiert mit knapp 19 Dollar immer noch über dem Ausgabekurs von 17 Dollar. Und Oatly hat oder zeigt ein strammes Wachstum. Man wächst rund 60 bis 80% im Jahr, ist aber noch defizitär. Schwarze Zahlen sind unterm Strich erst 2024 zu erwarten, mit ganz viel Glück vielleicht ein Jahr früher. Aber mit einer gut 16-fachen Umsatzbewertung, da nimmt der Kurs immer noch viel vorweg. Und die Bewertung steht aber bei Stories wie Oatly nicht unbedingt im Vordergrund. Denn Oatly trifft den Zeitgeist und ist deswegen auch bei Anlegern populär. Deswegen könnte sich eine Einstiegsposition auf aktuellem Niveau lohnen. Anleger sollten sich aber bewusst sein, dass das Risiko besteht, mit dem Investment zeitweise 20%, vielleicht sogar 30% im Minus zu sein. Also das muss man aushalten können, wenn man in so einen Wert investieren möchte. Und das war es auch schon wieder. Wir sind ans Ende der heutigen Sendung gekommen. Olli, vielen Dank für deine Ausführungen und Einschätzungen. Ich glaube, ab morgen kannst du ja dann mit deinem Urlaub ein wenig ausspannen, wenn ich nicht irre. Ich wünsche dir schon mal einen super Urlaub. Ja, liebe Zuschauerinnen und Danke. Zuschauer, vielen lieben Dank für Ihr Interesse und dass Sie dabei waren. Ihnen noch eine richtig gute Sommer, vielleicht auch Urlaubszeit. Und wenn Sie als Free-TV-Zuschauer keine Lust auf Sommerpause haben, dann abonnieren Sie gerne Bernecke TV. Dort gibt es, wie gesagt, zumindest ein etwas ausgedünntes Programmangebot in der Zeit. Wir dürfen uns verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen richtig guten, sehr erfolgreichen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss. Ciao.